Willkommen zu Star Citizen und allen Informationen zur neuen Robert Space Industries Scorpius Antares. Nachdem die Antares kurz vor dem Release der 3.18 bekannt wurde, finden wir diese bereits im Spiel. Daher werfen wir einen genauen Blick auf das Q&A und alle verfügbaren Informationen zu diesem neuen Schiff von Robert Space Industries. Der Werbetext hält sich zumindest nicht zurück, denn als die Zukunft des Kampfes wird die Antares beschrieben. Aus der gefeierten Abteilung der angewandten Innovationen von Robert Space Industries kommt die neueste Dominanz auf dem Schlachtfeld, die Scorpius Antares. Die Antares wurde neu gestaltet, um ein verheerendes EMP-Gerät und einen Quantum-Störsender zu beherbergen und schaltet feindliche Kämpfer aus, sodass sie angegriffen oder geentert werden können. Hier wird uns also einiges versprochen. Aber bevor wir auf das Q&A kommen, einige technische Daten. Die Länge mit 24 Meter, die Höhe mit 13 Meter und die Breite mit 32 Meter hat sich gegenüber der Standard-Scorpius nicht verändert. Ebenso die Flügelbewaffnung mit 4x Größe 3 Hardpoints, welche jedoch mit Größe 2 gegebenen Laser-Repeatern vorhanden sind, ist gleich. Und dies gilt auch für die 16 Größe 2 Raketen, welche ebenfalls identisch mit der normalen Scorpius sind. Den ersten Unterschied finden wir im Bereich der Komponenten. Hier bietet die Antares eine Powerplant mehr als die reguläre Scorpius. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Größe 1 Regulus. Und der wohl größte Unterschied ist, dass die Antares natürlich auf den Geschützturm der Scorpius verzichtet und diesen gegen einen Tidelock QD und einen Maxstrut EMP-Generator eintauscht. Allerdings ist beim Tidelock QD kein Quantum Snare, also keine Unterbrechung bei einem Quantumflug von anderen Schiffen möglich, sondern nur ein Dämpfungsfeld, was ein Wegspringen verhindert. Richtig gehend überraschend hingegen ist, dass die Scorpius Antares $10 günstiger als die reguläre Scorpius ist. Die Antares bietet daher einen Schiffswert von $230 und die reguläre Scorpius $240. Und zur Einführung ist die Scorpius Antares als Warbond-Version für $210 verfügbar, als Warbond-Upgrade oder als Standalone-Paket. Für Concierge-Mitglieder gibt es den neuen Tiburon Paint, welcher ebenfalls im Pack oder Solo erhältlich ist. Und als kleiner Tipp, solltet ihr kein Concierge-Mitglied sein, diesen Skin aber unbedingt haben wollen, fragt einfach einen Concierge. Dieser kann diesen kaufen und euch giften. Zudem gibt es noch einen Scorpius Doppelpack. Dieser kostet $400, beinhaltet die normale Scorpius und die Antares sowie beide mit Lifetime Insurance. Zusätzlich gibt es noch einen XXL Robert Space Industries Pack für $1650 Warbond oder $1825 ohne Warbond mit Stock Credits. In diesem Lifetime-Paket findet ihr alle aktuell flugfähigen Schiffe von Robert Space Industries. Im Übrigen gibt es die Lifetime-Versicherung auch für die Store-Credits-Variante. Aber Vorsicht bei Packs! In einem Pack könnt ihr einzelne Schiffe zwar upgraden, jedoch nicht einzeln wieder einschmelzen, sondern nur das gesamte Pack. Daher ist bei Packs immer etwas mehr Vorsicht geboten, was Upgrades betrifft. Insgesamt erhalten wir drei neue Paints, einmal den gelben Shock Force Paint, einmal den weiß-orangenen Avalanche Paint und den, wie angesprochen, Concierge-exklusiven Tiburon Paint. Diese sind im Preisbereich zwischen $8 und $11 erhältlich. Und das obligatorische Warbond-Upgrade für die Einführung für die Antares liegt bei $210, ist also $20 zum Standardpreis reduziert. Hier empfehlen wir entweder ein Upgrade auf die Hurricane oder die dauerhaft verfügbare Taurus. Hier seid ihr bei entweder $15 bis $20. Aber kommen wir zu den bereits beantworteten Fragen im Q&A. Denn es gab bereits einige kontroverse Diskussionen um diesen sehr speziellen Kurzstreckenabfangjäger. Die erste Frage beschäftigt sich mit Vorteilen gegenüber der Basis Scorpius wie Panzerung, Schilde und Manövrierbarkeit und ob die Antares eine verbesserte Geschwindigkeit hat, um Ziele der Basis Scorpius zu jagen. Die Panzerung und die Schilde der Antares sind identisch mit der Basis Scorpius, allerdings hat sie aufgrund des fehlenden Turms etwas mehr Endgeschwindigkeit. Aus Balancing-Gründen wurde jedoch die Handhabungsleistung leicht reduziert, das heißt Pitch-Your-Roll-Werte wurden hier etwas reduziert im Vergleich zur Standard-Basis Scorpius. Ebenfalls identisch ist das Cockpit-Setup, bis auf eine kleine Änderung am Sitz haben die Antares und die Scorpius-Basis das gleiche Cockpit und auch die gleiche Anzahl an MFDs. Und auch die Frage, ob die Scorpius Antares noch immer als schwerer Fighter eingestuft wurde, wurde bejaht. Denn obwohl die Antares aufgrund ihres fehlenden Turms etwa die Hälfte an Schadenspotenzials verliert, hat sie immer noch eine Einklassifizierung als schwerer Fighter. Dies wird durch den vorhandenen EMP und den Quantum-Störsender gerechtfertigt. Allerdings wurde angemerkt, dass es eher eine Überbrückung der Grenze zwischen einem schweren Jäger und einem Interdiktor ist.
Durch die beiden Komponenten EMP und Quantum-Störsender hat die Antares im Gegensatz zur normalen Scorpius natürlich auch eine deutlich höhere Signatur und kann besser und leichter erkannt werden. Und auch der Unterschied zwischen der Quantum Enforcement Device der Antares und der Robert Space Industries Mantis wurde geklärt. Denn die Antares hat keinen vollständigen QED, sondern nur einen Störsender, der es verhindert, dass Schiffe in den Quantum gehen. Aus dem Quantum ziehen kann es aufgrund des fehlenden Quantum Snare nicht. Allerdings fehlt der Mantis der EMP. Und auch ein Vergleich gegenüber der Cutlass Blue und der Vanguard Sentinel wurde gezogen. Hier soll der entscheidende Vorteil sein, die Kombination aus dem Quantum-Störsender und dem EMP-Gerät, während die Cutlass Blue und Sentinel nur eines von beiden haben. Die Sentinel und Blue profitieren jedoch von einem zugänglichen Innenraum, der eine größere Flexibilität in der Rolle bietet. Nicht angemerkt wurde jedoch, dass eine Cutlass Blue und Vanguard Sentinel mit einem Co-Piloten, den die Antares ebenfalls benötigt, deutlich mehr Feuerkraft bieten. Weiterhin ist der EMP der Antares in etwa so leistungsstark wie der Vanguard Sentinel, also im oberen Bereich der EMP-Devices. Und auch ein Vergleich zur Avenger Warlock wurde gezogen. Diese ist wendiger und flinker, hat jedoch einen kleineren EMP-Radius. Deswegen ist der EMP-Radius der Antares etwas größer ausgefallen, um die geringere Mobilität im Vergleich zum kleineren Schiff auszugleichen. Und abschließend wurde erklärt, dass der EMP der Antares keine Standardgröße hat, sondern eine Sonderanfertigung ist und nicht in die üblichen Komponentenparameter passt. Weiterhin sind die Spoolzeiten und die Ladezeiten des EMP aktuell noch in der Überarbeitung und können sich noch ändern. Die allerdings wichtigste Frage und auch für uns das größte Manko wurde folgend gestellt. Wenn jemand alleine spielt, kann der Pilot den Quantum-Störsender oder und den EMP steuern? Und hier gab es ein klares Nein. Ein Co-Pilot ist immer erforderlich, um den Quantum-Störsender oder EMP zu aktivieren. Und begleitend hierzu hat der Co-Pilot die Kontrolle über die Raketen und den EMP. Und hier gab es auch ein klares Nein, denn der Co-Pilot hat nur Zugriff auf den EMP und den Quantum-Störsender. Der Pilot steuert die Flügelwaffen und Raketen. Und hier hätte ich mir natürlich noch eine weitere Frage gewünscht, die sich etwa so angehört hätte. Ist es richtig, dass der Co-Pilot nur zwei Funktionen bedienen kann und ansonsten tatenlos im Schiff sitzen muss? Und hier hätte es ein klares Ja gegeben, denn aktuell hat der Co-Pilot in einer Antares nur die Option, in regelmäßigen Abständen einen EMP zu bedienen, je nachdem alle 30 oder 45 Sekunden in etwa, und den Quantum-Störsender einmal einzuschalten. Allerdings wurde auch die Frage nach einer Modularität gestellt, ob beispielsweise eine Antares mit einem Turm der Scorpius ausgerüstet werden kann und somit eine Basis Scorpius erstellt werden kann. Auch hier wurde eine Absage erteilt. Es handelt sich bei der Antares um eine Variante, die nicht kompatibel mit der normalen Scorpius ist. Interessant war die Angabe, dass der Quantum Jammer mit der Einführung der Master Modi und der Möglichkeit, auch kurze Quantumsprünge durchzuführen, hier diese natürlich verhindert, denn jeglicher Quantumsprung wird durch einen Quantumdämpfer verhindert. Und auch die Frage nach der Möglichkeit, eine weitere Flügelkonfiguration der Scorpius allgemein zu nutzen, wurde gestellt. Dies ist zwar geplant, allerdings noch ganz unten auf der Prioritätenliste. Hier ist gemeint, dass die Flügelstellung nicht nur eingefahren und maximal ausgefahren, sondern eine Mittelstellung sozusagen erreicht werden soll. Und auch nochmal auf den Grund dafür, die Antares zu einem Zweisitzer anstatt zu einem Einsitzer zu machen, wurde nochmals gestellt. Hier wurden Balancing-Gründe angegeben, da es nachvollziehbar zu viel wäre, wenn ein einzelner Spieler Waffen, Raketen, EMP und einen Quantum-Störsender nutzen könnte. Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass man sich entweder für einen EMP oder für einen Quantum-Störsender als Pilot entscheidet und nur vollen Zugriff auf alles hat, wenn man einen Co-Piloten dabei hat. Allerdings wissen wir als Star Citizen-Veteranen, dass es hier immer noch Möglichkeit für Verbesserungen und Anpassungen gibt. Unser ganz persönliches Fazit zu Antares: Diese bietet deutlich zu wenig Gameplay, vor allem für den Co-Piloten. Denn mit dem Cooldown und der Ladezeit hat dieser die Möglichkeit, etwa alle 45 bis 50 Sekunden einen EMP zu setzen, was zur Auslöseverzögerung von etwa 1,5 Sekunden es deutlich schwieriger macht, das Ganze mit dem Piloten zu koordinieren. Natürlich entsteht so Multicrew-Gameplay, allerdings wirkt dieses in der Antares erzwungen. Und ein Minigame für einen Quantum-Dämpfer haben wir auch noch nicht, das heißt, dieser schaltet ihn einmal ein. Das heißt, es bleibt bei einem sehr schönen, allerdings sehr eingeschränkten 2-Knopf-Gameplay für dieses Schiff. Es bleibt abzuwarten, ob CLG hier noch Änderungen vornimmt.
Denn nur mit kleinen Änderungen, wie beispielsweise der Möglichkeit, den EMP auch vom Piloten zu nutzen, wenn kein Co-Pilot dabei ist, würde die Antares deutlich interessanter machen und auch nicht übermäßig stark. Denn im Vergleich zu einer Sentinel, Warlock oder allen anderen EMP-Schiffen hat diese Vor- und Nachteile und würde definitiv mit in die Reihe passen. Aber was sind eure Meinungen? Lasst es uns gerne wissen zu Scorpius Antares. Das wird definitiv ein kontroverses Thema. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis bald und see you in the verse.